ich ruhe mich nochmal aus kurz. Wir haben nicht mal allzu viel Munition. Wir müssen dann mal noch eine Waffe aufheben. Anywhere you are there, we are gonna find you. Nicht mal ausruhen. Ihr wollt austeilen, könnt aber nichts einstecken. Polizei, nicht bewegen! Braucht man noch eine Waffe? Eigentlich habe ich noch an der zweiten Pistole gedacht. Oh, Alter, wie viel sind denn das? So dumm. Ich bin ja hier regelrecht umzingelt. Nichts mehr in der Kanone. Ach so, das sind jetzt unsere Jungs hier, die hier kommen, wa? Ich muss jetzt ausruhen. Das finde ich natürlich auch cool so, dass wir dann wirklich nicht immer allein sind. Mir kommt es auch gerade so vor, als wäre das ja wirklich einfacher jetzt als die andere Kampagne. Kann mich auch täuschen. Ihr seid verhaftet. Ah, okay, das war's schon. Das sah jetzt so zielstrebig aus, dass ich dort hinlaufe. Das habe ich auch nicht gewusst, dass da dort steht oder dass wir dorthin müssen. Ich sag mal, verdammt in deine Fuchtfinger von mir, Mann. Ist doch scheiße. Lass mich in Ruhe. Mann, du meinst, dreht total durch, wenn er das rauskriegt. Verdammt, kein Plan, wie sie davon Wind bekommen haben. Wir hatten noch alles im Griff. Es muss etwas mit diesen Chinesen zu tun haben. Die arbeiten nämlich in diesen scheiß Lagerhäusern. Meinst hey, ihr beide, Maul halten. So eine Scheiße. Verdammt, reiz mich nicht. Ich hab dich gewarnt. Haltet euer Maul, ihr Wichser. Verdammte Scheiße. Echo Oscar 5 von MP zur Frith Street, Soho. Schwerwiegende Auseinandersetzung mit Schusswechsel. Bewaffnete Einheit ist unterwegs. MP Ende. MP, Echo 5 in Richtung Soho. Bestätigen. Ende. Verstanden, Echo 5. Zieladresse ist Restaurant The Republic in der Frith Street. Vorsichtig nähern. Echo Oscar von Echo 5. Verstanden. Geschätzte Ankunftszeit 2 Minuten. Ja, Restaurant, das kann jetzt entweder das China-Restaurant sein, wo Hammond die Leiche rausgehauen hat, oder Hammonds altes Revier, was das zweite Level war. Ich denke gut an den Aktivisten, die in den letzten Rennen von der Karre rennen wollen. Das kann man nicht ändern. Gut, Jo, geh von der verdammten Straße! Wo wollen die denn hin? Wie gesagt, bei Teil 2 ist das auch so wie 2 Kapitel bloß, dass die nach, also dass die parallel spielen. Also dass die in einer Story fahren. Also zumindest, dass man auch mehrere Personen spielt halt, bloß dass sie halt in einer Story verwirrt sind. Nicht aufgepasst. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Ich weiß nicht, Jungs wollen wohl ein Ding zetteln. Was?
mit dem Nico gerade leckt. Schmeckt nach nichts. Die Kuppen nach nichts. Also die Zivilisten. Auf den Weg! Und die Zeit! Komm schon, Penner! Los, komm schon! Jetzt einfach irgendein Auto hier. Ja, Kreis war's, genau. Hey, fahr endlich los! Hey, mach hin, los! Ja, stimmt, Dreieck war rückwärtsgang. Ich wollte jetzt mit Viereck zurückfahren. Die haben sie heute alle irgendwie gerade poliert, ja? Hey, Kumpel! Die Blinker und den Siebpokal. Was? Das geht um Zeit? Warum wurde mir das nicht gesagt vorher? Auf der Polizeiakademie. Oh ja, es geht Mensch, doch. Mensch, dieses Geräusch hier. Oh, da klingt schon putzen. Hey, ich hab den gerade poliert. In Wirklichkeit würde ich sagen, Mission vorbei hier. Ja. Ja, das schaffen wir nicht mehr. In Wirklichkeit würde ich sagen, ich heiße nicht, ich gebe mich immer noch dorthin, selbst wenn die Zeit abgelaufen ist. Ja, das ist eine Kacke, Alter. Von einem woher soll ich denn wissen, dass es um Zeit geht, meine Güte, ey. Oh, darf ich wieder diese ganze Kackstrecke fahren hier? Mann, ey, aber wirklich, wenn einem das nicht gesagt wird, dass es um Zeit geht, das ist doch so nölig. Warum poliert ihr alle eure Autos an dem Tag, wo ich gerade euch in die Schramme reinfahre? Also, wenn wir dann betrieben sind, werde ich dann auf der Hauptstraße bleiben. So lange, bis der Blinker vor uns spielt. So, rechts, links, okay. Er wollte irgendwie gerade nicht so schnell zeigen. Na super, die besser jetzt. Uns noch aus anderen Flugzeugen mit Rückenbiss. Ach, egal, ich meine Kaffeebranche, es geht um Zeit. Was ist denn los? Beeil dich! Warum? Meine Kollegen da nicht mal was machen? Ich meine, wo wir hier mal Kevin gespielt haben, da sind wir durchgedreht, sobald wir irgendwelche Gangs hin und her waren. Aber hier tun sie nicht mal ihre Kollegen zur Hilfe ein. Alter, das ist der, oder? Was soll dich holen?
meine Fresse. Du dummer. Ja, ach so. Ja, ich wollte schon mit dem Viereck zurückfahren. Oh, stell mich doch mal nicht vor meine Karre, Alter. Ah. Sagst du, ich bleib jetzt erstmal auf der halben Straße, solange bis du Kinder komplett durchdreht. Was machen wir denn? Und dann geh mal in diesen Weg. So viel dazu, wo ich vorhin sagte, ja, ich könnte sogar jetzt mal meinen Kopf alles einklappen. Du brauchst gar nichts von mir. Na, hier war ich gerade unten abgebogen, aus Versehen, kurz. Also was heißt aus Versehen? Ich dachte, dass ich da unten lang muss halt. Ich weiß auch nicht, wie der Blinker funktioniert. Ob da mit der Himmelsrichtung interagiert oder mit einem Trace da über die Straße ist. Aber ich würde schon mal fast genug wissen, wer mich aus meinem. War das nicht irgendwo hier? Weil das war doch hier diese China-Viertel, glaube ich, oder? Das geht doch nicht. Das geht alles. Ja, rechts, links, geradeaus. Oh, ja, ich höre schon wieder hier dieses Ding. Okay, wir sind hier richtig. Collins Crew. Ja, okay, wir sind in der Straße. Normalerweise sorgen sie für weniger Aufsehen. Ich werde bezahlt, um Feuer zu löschen, nicht um Kriege zu führen. Ja, wir sind hier in dem Restaurant, also die Straße hier, wo Hammond alles abgepackt hat. Sowas habe ich noch nie gesehen. Willkommen in Soho. Ich jetzt nicht kann man euch denn nie alleine lassen? Wenn ich mein eigenes Leben verraschen. Holt euch ruhig bei McCormick aus. Ich verhafte Kriminelle. SO90, Platz machen. Sicher das Gebiet ab. Aber ich müsste. Ich muss heilen! Oh, ja, meine Güte. Vielleicht den dort drüben, den habe ich gar nicht gesehen. Ich hoffe, hier war ein Kontrollpunkt. Ah, okay. Das war's, wenn wir jetzt den ganzen Weg nochmal neu fahren müssen. Was zum Teufel ist hier los? Ich kann wirklich viel schneller rennen als Hammond, oder? Da geht's zu wie aber gut, das ist ja da nicht ausgebildet. Also, da sollte ich schon eine gute Kondition haben. Bleib hier, ich gehe runter. Auf dem Ohr. Was ist das? Der große Brand von London? Ich muss mich jetzt erstmal ausruhen, ey. Das sind gerade so viele gewesen. Man sieht aber gerade nicht wirklich, was hier wegen dem Rauch. Wir ergeben uns. Bei den Typen habe ich keinen mal probieren, ob wir den verhaften können. Aber ich glaube, da steht nicht, da tut er wirklich verhaften. Oder nee, mit Kreis kann man den, glaube ich, verhaften, oder? Ich weiß es nicht.
ich glaube, ich habe es. Ja, durch dieses Auto eben. Deswegen habe ich es aus Versehen auf den Typ geschossen. Wir haben eine Maschinenpistole von einem unserer Kollegen. Nein, da lebt noch. Nein, doch nicht mehr. Oh, das, ja, das ist Auto eben halt. Wenn ich jetzt tue, dann mal so viel Rauch. Ah, durch den Rauch waren wahrscheinlich auch so angestarrt gewesen. Ich gehe nochmal zurück. Kenn ich mal. Achso, doch. Ja, mit X machen wir übrigens eine Rolle. Also wenn wir X kurz antippen. Ja, ich habe kurz die Zieltaste gedrückt, deswegen hat er aufgehört, sich also deswegen war da von Anlehnen Animation weg. So, haben wir noch eine schöne Waffe? Ne, ich roll die. Ist für lange Distanz nicht gut. Ich renne erstmal durch die Rauchwolke durch. Und jetzt. Ah, hier sind ein paar Kollegen von uns. Polizei, nicht bewegen! Jetzt gucken wir mal. Oh mein Gott, lauf! Und jetzt? Willst du mich verarschen, Penner? Naja, also die Verhaftungsanimation hat er nicht gemacht. Arschloch. Also... ist das erst beim zweiten Teil. Mal kurz ausruhen. Du hast dir den falschen Bullen ausgesucht. Muss doch nicht sein. Gut, das wollt ihr. Wir brauchen mal erstmal Pistole. Ich hätte gerne erstmal ein bisschen Munition eingesammelt.